Hallo liebe Campingfreunde, wir sind immer noch auf dem Caravansalon in der Schweiz und jetzt sind wir auf dem Stand von Weinsberg bzw. Knaus und ihr kennt da schon noch den Venture, zeig doch mal ganz kurz, den habe ich vor euch schon mal abgefilmt und das ist ja eigentlich das baugleiche Pendant zum Venture, der nennt sich Excursion Van 500 MQ, aber hat so ein bisschen anderen Grundriss noch drin. Schauen wir mal. Wir gehen mal hinein. Wir haben auch hier dieses Bad, was ich denn verwandeln kann. Man sieht es hier unten. Das kann man zu einer Dusche umfunktionieren, indem man hier teilweise umklappt und hochfährt. Das habe ich euch in einem Video schon mal vorgeführt. Das verlinke ich euch dann einmal. Und dann würde das, ich zeige das mal von außen, hier in diesem Bereich die Dusche sein. Und wenn noch jemand im Bett liegt, der kann einfach weiter schlafen. Und dann kannst du hier alleine duschen. Wir zeigen nochmal das Bad. Dann kommt auch das Waschbecken zum Vorschein. Das kann man nämlich auch so nutzen, das schiebt man dann rüber. Ich werde da jetzt nicht dran rumrütteln, wenn man auf Toilette war. Jetzt seht ihr, da habt ihr noch einen Badschrank. Also man hat hier schon ordentlich Platz, wenn man nur auf Toilette geht. Das funktioniert sehr gut. Und wenn man die Dusche braucht, dann muss man das halt klappen. Ja, was sagt ihr eigentlich dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn man das noch umbauen muss, dieses Bad, wie gefällt euch das? Findet ihr das eine gute Lösung? Ja, das Bett ist richtig groß, also richtig breit, hier hat man viel Platz. Aber auf diesem kompakten Raum haben wir dann nochmal ein Bett, was ich euch jetzt zeigen werde. Da entsichert man hier oben einfach und zieht das Bett einfach nach hinten. Schaut mal. So einfach geht das. Jetzt hat man hier die Matratze. Die wird dann hier noch umgelegt. Und schon ist das Bett gebaut. Ich nehme mal die Kamera so ein bisschen rüber. Könnt ihr das sehen? Ja, hier können dann noch zwei Kinder schlafen. Die haben eine Aussicht nach vorne. Haben noch einen Skyroof. Sehr interessant. So, und jetzt machen wir, klappen wir das Bett einfach zurück. Vorher ziehen wir die Matratze hierher. So, und schon ist das Bett wieder verräumt. Oh, total simpel. Hier muss man natürlich allerdings aufpassen. Das passiert mir schon das zweite Mal. Hier macht es nochmal einen Satz nach unten, damit man auch bequem sitzen kann, denke ich mal. Hier oben ist ein Fernseher in der Ecke, wie ihr sehen könnt. Und dann kann man natürlich die beiden Sitze auch noch drehen. Ja, und ihr fahrt dann einen VW Bulli. Also super bequem, super Fahrzeug. Ja, die Küche, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir haben hier vorne den Kühlschrank. Und hier haben wir noch einen Zweiflämmer. Sehr modern, sehr schick. Und hier hinten noch eine kleine Abwäsche. Sieht so ähnlich aus wie unsere Spaghetti-Küche. Hier noch ein Oberschrank. Sehr stylisch gehalten mit dieser indirekten Beleuchtung hier. Ja, und da hinten haben wir natürlich noch Ablagen und Oberschränke. Hier noch ein paar Auszüge. Und hier seht ihr, da unten habt ihr einen Tritt. Und dann noch einen Zugang. Den Tritt werde ich mal hochklappen. So. Und noch mehr Staumöglichkeiten. Ja, recht interessantes Fahrzeug. Wir schauen uns das von außen noch mal kurz an. Wir haben hier noch eine Heckgarage. Und wie ihr sehen könnt, hier passen zwei Fahrräder rein. Richtig cool auf engstem Raum. So, und hier ist unser Bulli mal von vorne.
ein teilintegrierter Bulli. Hier hinter haben wir die Bordelektrik. Hier seht ihr den Landstromanschluss und natürlich die Kassette für die Toilette. Truma-Kamin und hier natürlich noch ein Zugang zur Heckgarage. Das ist ganz praktisch, wenn man seine Fahrräder verzurren möchte oder auf einer Seite die Campingmöbel hat, auf der anderen Seite Eurokisten. Sehr, sehr praktisch. Schauen wir noch mal ganz kurz das Heck an. Das ist Weinsberg typisch. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von nur 5,88 Meter und eine Breite von nur 2,10 Meter. Also sehr, sehr kompakt. Mit Heckgarage. Extra Dusche, wenn man es möchte. Sehr interessant. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche noch sehr viel Spaß hier auf der Messe. Bis bald. Ciao.